Nur noch ein einziges Puzzle trennt uns vom ewigen Leben. Kann das schon alles gewesen sein? Haben wir es wirklich geschafft? Oder wollen wir doch auf den Turm? Gefängnisausbruch. Ho, passender Name für den letzten Level. Okay, wir haben Wind in rauen Mengen. Das kommt mir fast schon verdächtig vor, dass hier zwei Dinger sind. Wir haben Schalter. Wie wir alle wissen, können wir dafür diese Dinger verwenden. Also hier kommt der Strom raus. Drüben geht's weiter. Wir haben hier ein Kistchen und da fehlt uns ein Windrad. Uiui. Das ist aber komplex hier. Hier haben wir einen Connector. Der muss nachher das hier mit Strom versorgen, am besten von dort oben aus. Und das hier auch. Ich geiz jetzt mal nicht, ich schließe schon mal alles an, was ich sehen kann. Alles, sage ich. Alles! Okay, es gibt noch einige Konnektoren hier. Ganz so einfach wird es dann wahrscheinlich nicht werden. Für den Moment werden wir mal unser Kistchen hier mitnehmen. Und dieses Kistchen müssen wir dann... Tja... Dann müssen wir das hier mal kurz hier abstellen. Damit das noch keinen Wind macht. Dann müssen wir unser Windrad auf eins der beiden Teile legen. Zum Beispiel auf das hier da drauf. Und natürlich reicht die Sache nicht, weil mir der Initialstrom fehlt. Okay, damit hätten wir das erste Mysterium hier gelöst. Das ist nicht so einfach, wie es aussieht. Dann kommen wir zu Schritt 2. Schritt 2 besteht darin, dass wir uns auf den Sprung wagen und uns hier drüben rüber katapultieren lassen. Einfach mal aus Neugier, um zu sehen, wo das denn so hinführt. Wow! Okay, das ist ein guter Flug. Ich glaube, da oben habe ich einen Boten gesehen, da hat was geglitzert. Hier kommen wir auf jeden Fall an das Ding ran. Und dann kommen wir über die Leiter hier wieder raus, aber ohne das Teil. Was einigermaßen schade ist. Was wir allerdings tun können, ist das Ding hier anzuschließen. Da kann ich trotzdem nicht dahin sehen. Aber vielleicht bringt es ja trotzdem was. Ich möchte noch einmal diesen Flug hier probieren. Oh, da nichts glitzert oben auf der Mauer. Hätte ich jetzt irgendwie so interpretiert. Jetzt auf den zweiten Blick sieht es aber nicht mehr so aus. Ich kann auch den Flug nicht steuern. Also ich sehe hier keine Möglichkeit, irgendwo anders zu landen. Ich könnte wie immer im Flug Gegenstände abwerfen, wenn ich welche dabei habe. Aber auch das scheint hier nicht viel zu bringen. Insofern müssten wir jetzt erstmal da drüben aufmachen. Dazu bräuchten wir unser Kistchen hier. Unseren Multiconnector. Und dann kriegen wir das da auf. Es hat mir zu viele Türen hier, ganz ehrlich jetzt. Zu viele. Oh mein Gott. Also wir müssen ja auf jeden Fall an einen zweiten Connector rankommen. Das wäre also der hier als nächstes Ziel. Ah, der Level hier hat's in sich. Und wir müssen den da rausbringen. Das ist der Gefängnisausbruch an der Sache. So, und was habe ich gesagt? Wie mache ich das? Das war mir noch nicht so klar.
kann jetzt zwei Dinger stapeln. Ich kann auch da drüben hochfliegen, wenn ich unbedingt wollte. Ich kann aber nicht hochfliegen mit dem Connector. Dazu brauche ich erst den zweiten. Falls ich hier hochstaple, kann ich wahrscheinlich da oben nichts mehr draufstellen. Genau. Das war wieder so ein übliches Ding. Und ich kann auch von hier aus das da drüben nicht sehen. Also von hier aus kann ich eigentlich nichts sehen, wo ich direkt Strom herbeziehen kann. Also der Effekt ist schon ganz cool. So, ich würde gerne dahin Strom bringen. Wie kriege ich Strom dahin? Ich kann den hier hinten ablegen. Und dann kann ich versuchen, mich hier irgendwie durchzuschlängeln. Das dürfte aber nicht funktionieren. Nee, da kann ich nicht ums Eck schauen. Das wird auf keinen Fall funktionieren. Ach, hier hinten ist nochmal ein Anschluss. Sieh mal an. Da müsste ich eigentlich Folgendes machen. Und zwar diesen Connector hier mitnehmen. Ich bin jetzt mal fies, ich schalte den Multi-Connect aus. So. Da hat man auch im Flug sehr viel Zeit. Den hier hin. Den hier dahin. Dann geht das Ding hier auf. Ach nee, hier ist noch einer. Wäre ja an sich eine ganz nette Sache. Wenn es denn funktionieren würde mit meiner Idee. Okay, also das Ding muss weiter nach vorne, damit ich das sehen kann. Das muss hier hin, hier hin, hier hin. Den letzten kann ich nicht wegnehmen. Das heißt, ich brauche eine Kiste von hier drüben. So. Damit kann ich den hier mitnehmen. Aber immer noch nicht beide. Immer noch nicht beide. Aber den da drüben kriege ich immerhin raus, wenn ich den dann mitnehmen möchte, richtig? Nee, warte mal, den kriege ich ja gar nicht raus. Den kriege ich ja auch gar nicht raus. Ah, aber der kann natürlich da drüben Power drauflegen. Okay, jetzt wird's interessant. Holala, dieser Level ist verwirrend. Also wenn wir das Ding hier rausnehmen und hier drüben wieder einsetzen, die Kiste draufstellen. Und dann müssten wir das hier abstellen. Jetzt muss ich natürlich noch rüberkommen. Aber hier brauche ich ja nicht mehr aufmachen. So. Und du kannst das blaue Teil auch hier bestimmt sehen. Nein, du kannst nicht. Du kannst nicht. Bräuchte es eine Anhöhe? Ah.
Ach, so wird das doch alles wieder nix. Diese Mauer, da haben sie mit Absicht hingestellt, dass man da nicht hinfeuern kann. Mal angenommen, ich hätte den da noch mit Strom versorgt, könnte der da hinschauen. Das ist schon einigermaßen lästig hier. Auch ganz spannend wäre übrigens, wenn ich hier zwei Kisten mitnehme und die hier übereinander stapel. Genau an der Position, wo ich lande. Das könnte man auch mal ausprobieren. Meine Frage war jetzt aber, wenn ich den hier mitnehme, kann ich von hier aus das blaue Teil sehen? Auch nicht so richtig. Das konnte ich hier aus keinem Winkel aktivieren. Nee. Nee, ziemlich unwahrscheinlich. War da gerade was? Nee. Es tut mir leid, ich werde gerade etwas ideenlos. Also probiere ich doch mal meine dummen Ideen aus. Und die bestehen unter anderem darin, hier wirklich, wirklich dummen Kram zu machen. Diese Kiste hier mitzunehmen. Und dann müsste man lediglich noch das geht nicht. Aber ich habe schon wieder eine neue Idee. Das Ding hier brauche ich doch gar nicht. Das kann ich doch auch nutzen, um es hier drauf abzulegen. Damit habe ich eine Kiste frei bekommen, die ich jetzt nutzen kann, um sie hier unterzulegen. So, und das Ding soll jetzt das hier und das hier verknüpfen und das hier. Ugh, come on. Jetzt habe ich es mir verbaut, weil ich das Ding nicht offen gehalten habe. Ansonsten sieht das aus, als würde das funktionieren. Ich spule mal kurz zurück. Einmal auf Anfang. So, nochmal im Schnellverfahren. Hier auf, hier auf. Wir haben gesagt, wir kriegen hier ein Kistchen her. Das können wir nutzen, um hier drüben rüber zu fliegen. War also unnötig, dass das andere Ding jetzt hier gerade, dass ich die Kiste gerade mitgeschleppt habe. Ein anstrengender Level. Sehr, sehr anstrengend. Wenn ich hier rüber geflogen bin, dann kann ich das Teil hier nehmen und da vorne mit verbinden, um es dann hier hinzustellen. So, dann brauchen wir außerdem... Wo ist denn der andere Connector hin? Den gab's doch schon irgendwo. Kann mir jetzt keiner erzählen. Hey, wo gab's denn den ersten Connector? Ah, hier. Da war. Gut, dich brauche ich kurzzeitig, um hier die Kiste rauszuholen. Oh, come on. Danke.
So, das hätten wir auch. Und dann haben wir gesagt, müssen wir mit einem der Konnektoren rüberfliegen. Um hier den Ausbruch zu ermöglichen. Dann kriegen wir hier den dritten. Können das kurzfristig hier aufhalten. Können die Kiste mitnehmen. Und hier hinstellen. Auf das Ding schießen. Das reicht noch nicht ganz. Vielleicht ein bisschen mehr hier. Das reicht jetzt da unten nicht mehr rum. Haben wir gleich. Das ist lediglich eine Frage der richtigen Platzierung. So, das sieht ganz gut aus. Das trifft da hinten. Jawohl. So. Jetzt haben wir gesagt, können wir da vorne was drauflegen. Zum Beispiel dieses Teil hier. Dann können wir den Teil hier nach. Nein! 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 Dann können wir den Teil hier nach draußen bringen. So, dann weht hier draußen jetzt der Wind. Was eigentlich fast schon schlecht ist. Was eigentlich fast schon wieder schlecht ist. Weil ich natürlich das hier drüben zuerst hätte zusammenbauen müssen. Wobei, das könnte trotzdem gehen. Ich hab's gleich. Das soll auf jeden Fall da aufmachen. Muss den lediglich auf die Kiste draufbringen. Das heißt, ich müsste den Strahl kurzzeitig unterbrechen. Irrk! Das kann doch nicht so schwer sein. Erstmal gucken, dass ich von hier aus eine richtige Sicht habe. Nee, das müsste gehen. Das müsste gehen. Mein einziges Problem ist jetzt, dass ich das nicht draufstellen kann, ohne dass es wegfliegt. Um das zu tun, müsste ich hier rüber. Und ich habe gesagt, das Tor hier muss ich offen halten. Da führt kein Weg dran vorbei. Das heißt, in dem Moment, wo ich das jetzt wegnehme, habe ich verloren, weil dann geht das Tor zu. In dem Moment, wo ich das hier wegnehme, habe ich verloren, weil dann geht das Tor zu. Wirklich? Wirklich, wirklich? Nein! Und ich sag's gerade noch. Und ich sag's gerade noch. Und dann stehe ich zu lange im Strahl.
Ja, das Problem ist, dass ich dieses Teil hier nicht rauskriege. Wenn ich das rauskriegen würde, wäre das furchtbar leicht. Aber ich kann das nicht rauskriegen. Nicht im Augenblick. Das ist hier aber auch echt genau an der Grenze. Das ist so nah, dass ich mich schon frage, ob da ein anderer Winkel nicht abgeschrieben würde. Funktioniert der hier nicht mehr? Nee, das ist schon ziemlich am Maximum. Da geht nicht viel. Natürlich habe ich wieder einen einfachen Weg übersehen. Glaube ich. Ich kann ja jetzt hier aufmachen. Ja, klar. Klar. Den habe ich ganz vergessen, dass ich den so aufkriege. Okay, das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Hey, ja, ja, ja. So und so. Und da haben wir unseren neuen Connector. Naja, was will man mehr? So, jetzt einmal schnell schauen. Hier bräuchte man dann noch einen extra. Muss man dann doch den Windflug hinkriegen. Aber jetzt haben wir ja Initialstrom zur Verfügung. Mit zwei Konnektoren hier draußen. Jetzt haben wir doch Initialstrom zur Verfügung. Will sagen, wir können das da dahin legen, wir können das da draufsetzen. Und mit dem Tor. So. Und dann können wir hier das initial einmalig mit Strom versorgen. Ja, vielleicht nicht aus dem Winkel. Verzweifle nicht, wenn du die Antwort nicht sofort findest. Mein Garten birgt viele Wände. Alles ist gut, Papa. Ich krieg's schon hin. Ich krieg's schon hin. Krieg's schon hin. Da haben wir noch eine Kiste übrig. So. Oh, das war echt. Das war unnötig lang. Habe ich es jetzt geschafft? Aber ich brauche noch die Kiste. Ich brauche noch einen Teil zum drauflegen. Habe ich einen Teil, dass ich rankomme ohne weitere Probleme? Das Teil da muss stehen bleiben, sonst komme ich da nicht durch. Ah, das kann jetzt aber Strom von da oben beziehen. So. Oh mein Gott, war dieser Level lästig. Ich habe mich ein bisschen blöd angestellt, das ist zugegebenermaßen der Fall. Aber, boah. Das war echt eine Qual. Ich glaube, ich habe alles erledigt. Ich habe
Stern, ja. Mir fehlen noch zwei kleine Sternlein in dem Abschnitt. Es ist gekommen und es ist geschehen. Du hast alle Prüfungen, die ich dir aufgetragen habe, bestanden. Du hast Glauben und Weisheit und Beharrlichkeit gezeigt. Du bist nun würdig und ich sage dir, komme zu den Pforten der Ewigkeit und du wirst immerwährendes Leben erlangen. Aber hier ist noch so eine kleine Nebentür. Es sind noch ganz viele Nebentüren. Möchte ich das jetzt wirklich? Komm zu mir, mein Kind. Die Ewigkeit erwartet dich. Erster. Oh, dann will ich nicht mehr. Jeder steigt entweder auf oder wird zurückgesetzt. Ich verstehe den ganzen Trubel nicht. Ewiges Leben im Paradies des Gestalters? Okay, also ich hoffe sehr, dass dieses Spiel nicht so arschig ist und mir all meinen Progress klaut, wenn ich jetzt da durchgehe. Und deswegen betrete ich jetzt die Pforte von Papa. Leb wohl, Welt. Leb wohl. Wunderschön. Das Paradies doch ist. Ist das der Computer, der alle Antworten auf alles enthält? Auf alles, was ich jemals wissen wollte über diese Welt? Okay, das Paradies hat Computerspiele. Schauen wir rein. Verewigen, eintippen, um ewiges Leben zu erlangen. Okay. Sie werden jetzt für den Aufstieg in die Ewigkeit vorbereitet. Bitte warten. 3, 2, 1. Frohlocke, mein Kind, und lasse diese Welt hinter dir. All deine Errungenschaften sollen deinen Nachfahren gehören. In diesem Land werden sie gedeihen und du wirst für immer als der geliebte Diener Elohims bekannt sein. Und auf diese Weise soll der Tod nicht über dich herrschen. Möge es dir gut ergehen, mein Kind. Finde Frieden. Okay, ich werde zufällig neu generiert. Und gelöscht. Denn ich bin nicht unabhängig. Aber ich bin bei den Credits. Boah, ich möchte zurück. Ich möchte zurück. Wehe, wenn dieses Spiel von vorne anfängt. Dieses Spiel fängt von vorne an, das war ja klar. Siehe, mein Kind, du bist aus dem Staub auferstanden und nun wandelst du in meinem Garten. Höre nun meine Stimme und wisse... Halt! Nein, ich möchte zurück. Ich möchte... Oh nein, oh nein, oh nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ach, Spiel, du bist ein Arsch. Nein, natürlich komme ich nicht zurück. Ach, das ist doch ein Scheiß.